Hallo, dieses kleine Fingerpicking-Stück mit dem Titel Buck-Tenses Choice habe ich euch heute vorgespielt auf einer Gitarre, einer handgebaute Gitarre eines tschechischen Gitarrenbauers namens Jan Fischer. Es ist nicht so ein gebräuchliches Instrument und ich glaube, er ist auch nicht so bekannt hier, zumindest bei uns. Aber er baut sehr schöne Gitarren, sehr sauber gebaut und auch ein bisschen außergewöhnlich zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Gitarre ist gebraucht, stammt aus dem Jahre 2017 und ist ein schönes Instrument, was sich vor allem super leicht spielt durch die relativ niedrig eingestellte Saitenlage. Das kann man natürlich individuell anpassen, aber so ist es also ein sehr, sehr leicht spielbares Instrument mit einer Sattelweite von knapp 47 Millimetern, also etwas weiter als normal, kommt mir sehr entgegen. Zusammen mit dieser niedrigen Saitenlage ist es wirklich ein Traum, drauf zu spielen. Diese Gitarre besticht durch einige Features, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Erstmal aufnehmen tun wir mit zwei ganz normalen Mikrofonen, die wo wir nicht sehr viel an der Klangregelung machen. Also es sollte möglichst natürlich rüberkommen. Außerdem nehmen wir den eingebauten Pickup mit auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es für ein Pickup ist, aber wenn ich so reinsehe, glaube ich, das ist ein K&K Pure Mini Pickup, der mit drei Sensoren hier unter der Decke liegt. Ja, die Gitarre besteht aus einer sehr schönen, engjährig gleichmäßig gemaserten Fichtendecke. Die hat eine Sunburst-Lackierung, Färbung bekommen. Und zwar eine Färbung vom Braun hin etwas rötlich-braunen, dezenten Übergang zu fast Natur. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön gemacht, geschmackvoll gemacht und gleichmäßig und sieht schön aus. Wir sehen hier außerdem, also das sind Kunststoffeinlagen, so im Elfenbeinstil, also im Elfenbeinimitation. Und hier sehen wir Abalone-Einlagen rund um den Korpus, auch rund ums Schallloch, auch um den Halseinsatz. Im ganzen Hals ist wieder Abalone eingelegt als Randeinlage. Und auch in der Kopfplatte, da kommen wir gleich dazu. Hier haben wir noch einen Pyramidensteg aus Ebenholz. Griffbrett ist auch aus Ebenholz. Und dann, wenn ich die Gitarre mal umdrehe, dies ist ein nicht ganz so häufig verwendetes Tonholz, nämlich Erle aus heimischen Beständen. Auch am Boden wieder die zwar keine Abalone-Einlagen, aber die Kunststoffumrandung im Elfenbeinlook. Der Hals ist einteilig aus Mahagoni gemacht. Ups. Wir finden hier Schaller Grand Tune Mechaniken. Und wie gesagt, die Kopfplatte zeige ich mal hier auch aus Ebenholz. Aber nicht das ganz schwarze Ebenholz, sondern das etwas strukturierte. Also macht sich auch sehr gut auf dieser Gitarre. Auch die Kopfplatte hat ein Binding und die Abalone-Einlagen. Man sieht das hier ganz schön, wie das alles ineinander übergeht. Das Abalone zum Hals, dann zum Halsansatz am Griffbrett vorbei. Bis zum Schallloch ragt die Abalone-Einlage. Das fiel mir gerade so ein in Standardstimmung. Ich spiele normalerweise nicht Standardstimmung, aber ich möchte die Gitarre jetzt nicht umstimmen. Nein.
Ja, sowas geht auch sehr gut. Bluesige Sachen kann man sehr schön spielen da drauf. Es eignet sich eigentlich alles. Die Gitarre hat ein sehr, sehr schönes, langes Sustain, ist dafür nicht ganz so laut, aber durchaus ausreichend, sodass man sehr genießen kann, auf ihr zu spielen. Sicher kein Instrument, das ich live ohne Anlage spielen würde. Das müsste man verstärken, dafür ist der Pickup da drin. Ja, und diese Gitarre kostet inklusive Koffer 2.800 Euro bei uns im Gitarbazar. Wir verkaufen die Gitarre im Kundenauftrag und es ist, wie schon gesagt, ein sehr, sehr schönes Instrument, absolut den Preis wert. Und wenn ihr mal in Osnabrück seid, unbedingt reinkommen und die Gitarre mal anspielen. Ihr werdet sehen, es macht Spaß drauf zu spielen und es geht, fühlt sich an wie Butter. Liegt wie Butter in den Händen. Man kann sicher, wenn man wirklich sehr kräftig spielt, an der Saitenlage noch ein bisschen machen. Das ist natürlich inklusiv dann. Und ja, wir würden uns freuen, euch da begrüßen zu dürfen mit der Gitarre, die im Moment keine aktuelle Modellbezeichnung ist. Das ist so eine OM-Form mit 14 Bünden, eine Double O oder. Aber OM oder Double O. Aber es ist auch egal, es ist ein Einzelstück. Jan Fischer aus Tschechien, bei uns im Laden im Gitarbazar in Osnabrück.